Hallo und willkommen bei Planeo. Mein Name ist Björn Herde und wir starten heute mit unserer Reihe: Wie kann ich als Kunde, als Eigenheimbesitzer, als Mieter meine Energiekosten selber ein bisschen senken? In diesem Fall fangen wir an mit dem Einstellen der Heizkurve. Was ist das? Wir alle haben natürlich zu Hause irgendeine Art von Heizung, ob jetzt so wie hier eine große Gasheizung, die steht hier bei uns in der Firma, als auch eine kleine Gastherme, Ölheizung, Wärmepumpe genauso. Die Heizkennlinie legt im Endeffekt fest, welche Vorlauftemperatur, das ist die Wassertemperatur, die von dem Kessel in das System zu den Heizkörpern, zu der Fußbodenheizung geht, welche Temperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur dieser Vorlauf hat. Die meisten Heizungen in Deutschland werden mit den Werkseinstellungen betrieben. Das ist so der Erfahrungswert, den man hat. Das liegt einfach daran, weil das Einstellen der Heizkurve eine relativ langwierige Sache ist, denn ich muss ja die passenden Außentemperaturen gegeben haben, damit ich diese Werte wirklich am System überprüfen kann. Gerade im Altbau, wenn eine neue Heizung reinkommt, wird meist ein Standardwert genommen, auch mit ausreichend Reserve, um sicherzustellen, dass der Kunde natürlich immer im Warmen sitzt und niemals friert. Das heißt natürlich unterm Strich auch, dass enorm viel Energie verschwendet wird, weil die Anlage wahrscheinlich in vielen Punkten eine zu hohe Vorlauftemperatur fährt. Und darum muss auch da mehr Energie reingesteckt werden. Das wollen wir eben vermeiden. Wir wollen ja unsere Gas-, unsere Öl-, unsere Stromkosten senken. Und das werden wir jetzt einmal uns anschauen. Wichtiger Hinweis: Bei Neubauten, wenn ihr dort einen pfiffigen Heizungsbauer habt, einen guten Architekten, der kann ja den Neubau wirklich gut rechnen. Was habe ich für Wärmeverluste? Da kann man auf jeden Fall deutlich besser und schon zielgenauer eine Heizkennlinie einstellen lassen vom Heizungsbauer. Aber eben gerade im Bestand, im Altbau, ist das nicht ganz so einfach. Und man muss auch einfach den Heizungsbauer verstehen. Der muss dann 3, 4, 5 Mal im Jahr in der Heizperiode vorbeikommen und die Werte einstellen. Das macht niemand, das kann man auch nicht bezahlen. Aber das kann man als Kunde, als Eigentümer, auch als Mieter selber relativ gut machen. Hinweis: Das ist etwas, was nicht in 5 Minuten geht. Klar, ich kann das in 5 Minuten anpassen, aber der Zeitraum, über den ich diese Heizkennlinie optimiere, ist mehrere Wochen, wenn nicht sogar eine ganze Heizperiode, denn ich muss ja die verschiedenen Außentemperaturen erreichen können und das ist nun mal wetterabhängig. Das heißt, ja, ihr werdet wahrscheinlich, so werden wir das gleich auch zeigen, in der Messmethode am Anfang ein bisschen mehr Energie vergeuden, weil ihr die Räume einregeln müsst. Das macht sich aber unterm Strich spätestens ab der zweiten Heizperiode bezahlbar. Wir gehen da gleich einmal näher darauf ein, warum man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Energie reinstecken muss. Unterm Strich lohnt sich das auf jeden Fall und es macht auch Sinn, sich immer mit seinem Heizungssystem auszukennen. Dann kann man sich A, selber besser helfen, man hat auch besser im Griff, wie sind die Verbräuche, läuft irgendwas aus dem Ruder, funktioniert ein Teil der Regelung nicht richtig, um dort gegenzusteuern. Denn da sind doch einige Einsparpotenziale im Heizungssystem vorhanden. Gehen wir mal hier aufs Display. Hier haben wir jetzt schon eine relativ moderne Heizung. Da haben wir die Außentemperatur im Normalfall angezeigt, als auch die gewünschte Raumtemperatur innen. Das ist eigentlich bei allen modernen Heizungen schon so. Hier lege ich also meine Zieltemperatur fest. Die haben wir jetzt erstmal auf 20 Grad gelegt. Das sind so Werte, mit denen wir gut zurechtkommen. Dann gehen wir einmal hier in das Menü rein und gehen. Bei diesem Produkt ist es so, dass ich hier runter scrollen kann bis zur Heizkennlinie und dann kann ich mir die auswählen. So, es geht bei der Heizkennlinie um zwei Bereiche. Einmal um die Neigung und um das Niveau, die Parallelverschiebung auch genannt. Neigung und Steilheit, Niveau, Parallelverschiebung. Das sind jetzt die Werte, die hier eingestellt sind vom Heizungsbauer. Die gucken wir uns mal an. Wir klicken da drauf. Jetzt sehen wir hier die Heizkennlinie. Das hier unten ist die Außentemperatur, die wir am Außenfühler haben. Von 20 Grad über 0 Grad bis sogar minus 30 Grad. Hier oben auf dieser Achse haben wir die Vorlauftemperatur, die die Heizung entsprechend dieser Heizkennlinie anfahren würde. Man sieht, dass hier diese Punkte im Bereich der 10 Grad Schritte auch nochmal grafisch dargestellt sind. Das hier ist die Heizkennlinie, wie sie im Moment läuft. Und hier sind die Temperaturen, die bei spezifischen Außentemperaturen angefahren werden. Das heißt, aktuell haben wir ca. 8 Grad. Das heißt, wir sind irgendwo in dem Bereich zwischen 10 und 0 Grad und wir werden irgendwas bei 34 Grad wahrscheinlich im Vorlauf fahren. Wenn wir bei minus 20 Grad sind, würde die Heizung 65 Grad im Vorlauf
haben. Jetzt kann ich, je nach Art der Heizung, müsst ihr einmal ins Handbuch schauen, wie ihr das einstellen könnt. Ich stelle jetzt hier die Neigung ein. Wir machen das mal einfach. Vielleicht kann man das ganz gut sehen. Man sieht, dass die Kurve jetzt abflacht und die Temperaturen sinken. Auch jetzt habe ich bei minus 20 Grad nur noch 49 Grad im Vorlauf. Also das, was ins Heizsystem abgegeben wird an Wärme. Wir stellen das mal wieder zurück auf den vorhandenen Wert 1,2, den wir bisher hatten. Und ich zeige euch einmal die Parallelverschiebung, damit ihr einmal wisst, über welche beiden Bereiche wir da reden. Wir gehen zurück auf das Niveau oder die Parallelverschiebung. So, was passiert jetzt? Generell bei Heizungen reden wir meistens von Kelvin, weil es da um den Temperaturunterschied geht und nicht um eine absolute Temperatur. Deswegen wird die Differenz in Kelvin angegeben. Nicht wundern. Wir haben jetzt hier minus 2 Kelvin werkseitig eingestellt. Und wir gehen jetzt mal runter und man sieht, minus 5, minus 6, minus 10, sage ich jetzt mal, dass sich diese Heizkurve einfach parallel nach unten verschiebt. Die Temperaturen sinken natürlich auch dementsprechend. Jetzt sind es hier nur noch 57 Grad. Wenn ich das Ganze nach oben mache, sagen wir mal plus 10 Kelvin, dann steigen alle Werte auf dieser Achse. Hier sind das jetzt schon 44 Grad bei 10 Grad. Wer sich erinnert, da hatten wir gerade 32 Grad. Und statt 69 Grad bei minus 20 sind wir jetzt bei 77 Grad. Diese beiden Einstellungen an der Heizkurve können wir auswählen und können wir beeinflussen. So, wir haben jetzt ja diese beiden Temperaturen, die hier angezeigt werden. Und wichtig nachher für die Heizkennlinie ist auch, dass die eingestellten Solltemperaturen, die ich im Raum haben möchte, quasi den Fußpunkt der Heizkennlinie festlegen. Also in dem Moment, wo ich hier sage, das sind meine Raumtemperaturen, verändere ich hier unten den Startbereich der Kennlinie. Ihr müsst als nächstes euch eine Liste machen, im besten Fall. Da blenden wir euch ein Muster mal einmal zu ein, wie ihr die Temperaturen in den Räumen, die ihr zum Messen benutzen wollt, wahrnehmt. Das heißt, ich habe ja eben darauf hingewiesen, dass das über die wahrscheinlich gesamte Heizperiode laufen wird. Da tragt ihr in regelmäßigen Abständen ein, wenn ihr Änderungen vornehmt an der Heizkennlinie und wie es in den Referenzräumen, die ihr zum Messen nehmt, wie es euch ergangen ist, ob es zu warm war, ob es zu kalt war. Zu warm heißt auch, da wollte ich drauf hinaus, wir müssen zum Messen uns mehrere Räume im Haus aussuchen. Ich würde vielleicht nicht das Schlafzimmer nehmen, sondern andere Räume. Abstellraum oder ein Arbeitszimmer, die nicht ganz so relevant sind für das tägliche Leben, sage ich jetzt mal. Denn um das Ganze zu starten, drehen wir dort den Heizkörper voll auf. Das machen wir, damit das Heizkörper-Thermostat, da kommt noch mal ein separates Video zu, keine Angst, nicht einfach anfängt, die Vorlauftemperaturen zu verfälschen, zu drosseln, weil das Thermostat fährt ja ab einer gewünschten Raumtemperatur zu. Deswegen muss in diesen Referenzräumen, die müsst ihr einmal für euch festlegen, das Thermostat auf 5 aufgedreht werden und das bleibt auch über den Zeitraum der Messung so. Was heißt das natürlich? Genau das. Dieser Raum wird jetzt vielleicht auch unnötig überheizt. Das ist der Part Energie, von dem ich eben sprach, den ihr im Moment erstmal zusätzlich in die Optimierung stecken müsst. Anders kommt ihr einfach nicht an vernünftige Werte dran. Also jetzt gucken wir mal, wie die Außentemperaturen sich verhalten. Der optimale Zeitpunkt, um die Neigung bzw. die Steilheit der Heizkurve einzustellen, liegt bei Außentemperaturen unter 0 Grad. Wenn ich die Parallelverschiebung der Heizkurve optimieren möchte, bietet sich das eher so ab dem Bereich über plus 5 Grad an. Diese beiden Außentemperaturwerte sollte man auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten für seine Messungen. So, jetzt sind wir also im Temperaturbereich in unter 0 Grad. Ich sage jetzt mal einen Wert, wir haben jetzt minus 5 Grad. Dann fangen wir an hier im Menü. Ich gehe noch einmal kurz rein. In der Neigung eine Optimierung vorzunehmen. So, wir haben ja jetzt in unserem Referenzraum die Heizung, besser als man hat sogar mehrere Referenzräume, die Heizung voll aufgedreht und wir merken jetzt schon bei minus 5 Grad, es wird zu warm in dem Raum. Gefühlt ist es viel zu warm da drinnen. Dann würde ich jetzt in dem Fall anfangen, die Heizkennlinie in ganz leichten Schritten, in dem Fall würde ich nur 0,1er Schritte nehmen, nach unten zu korrigieren, also flacher zu stellen. Dann wird das Ganze übernommen. Jetzt ist es wichtig, mindestens 24 Stunden warten, weil jetzt haben wir natürlich noch unsere Gebäudehülle, die ja auch einen gewissen Dämmwert hat
und eine gewisse Trägheit im System ist. Und das heißt, wir können jetzt nicht einfach in 5 Minuten davon ausgehen, dass sich die Raumtemperatur entsprechend angepasst hat, sondern mindestens einen Tag warten, tragt euch die Werte, immer wenn ihr eine Änderung vornehmt, in die Tabelle, die wir euch zeigen, mit ein, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie die Leistungsfähigkeit eurer Heizung gegeben ist. So, wenn ihr jetzt weiter merkt, okay, es wird immer noch sehr, sehr warm in dem Raum, dann könnt ihr am nächsten Tag die Neigung um einen weiteren Schritt nach unten korrigieren. Das macht ihr jetzt im Bereich der Minusaußentemperaturen so lange, bis ihr in dem Referenzraum immer eine Temperatur habt, die eurer Wohlfühltemperatur entspricht. Das kommt ja auch darauf an, wie das jeder persönlich empfindet. Da will ich jetzt keinen festen Wert angeben, sondern wie es für euch behaglich ist. In dem Moment, wo ihr bei den Minusgraden immer in diesem Referenzraum die Temperaturen erreicht, habt ihr da die Neigung der Kennlinie schon mal gut eingestellt. Jetzt kommen wir in den Bereich der Übergangszeit, Herbst, Frühjahr oder auch die Bereiche im Winter, wenn wir über 0 Grad sind. Die eignen sich besonders gut dafür, die Parallelverschiebung zu optimieren, weil würde ich bei Plusgraden die Neigung anpassen, dann würde es dazu führen, dass unter Umständen in der Übergangsphase, also bei Plusgraden, die Heizung in diesem Bereich nicht mehr die optimale Leistung bringt und ich da dann tatsächlich friere. Das will man natürlich nicht. Das heißt, wir sind jetzt bei plus 5 Grad meinetwegen draußen und wir merken aber, in den Räumen wird es nicht vernünftig warm, dann muss ich natürlich diese Kurve parallel nach oben verschieben, also in einen positiven Parallelverschiebungswert bringen. Speichere das Ganze wieder ab, wir machen das wieder mit 1 Kelvin Schritten, speichern das Ganze ab und warten wieder 24 Stunden, notieren das in unserer Auflistung. Und so tasten wir uns jetzt über die gesamte Heizperiode an eine optimale Heizkennlinie dran. So, jetzt fassen wir das nochmal kurz zusammen mit der Heizkennlinie. Ich klicke hier einmal kurz, damit hier das Display nicht verschwindet. Ich habe hier wieder meine Kennlinie ausgedruckt. Generell gibt es so ein paar Faustregeln, auf die man achten kann. Ist es die ganze Zeit über im Haus immer viel zu kalt gefühlt, dann sollte man die Parallelverschiebung anpassen. Also diesen roten Bereich hier. Ne? Ich kann die Linie nach unten parallel verschieben, ich kann sie nach oben verschieben. Wenn es zu jeder Außentemperatur drin zu kalt ist, würde ich die Parallelverschiebung anfassen. Wenn es gerade in kalten Tagen im Haus zu kalt ist und es nicht richtig warm wird, dann sollte man die Steilheit der Heizkurve anpassen. Das ist ganz wichtig. Jetzt gibt es noch eine weitere Richtung, wo man sich orientieren kann. Ist es in der Übergangszeit, also im Frühjahr, Herbst, in den Räumen meist ein bisschen zu kalt, dafür aber im Winter gut warm, gut geheizt, kann man schon mal generell sagen, dass es Sinn macht, die Neigung, die Steilheit der Heizkurve etwas abzuflachen, dafür aber die Parallelverschiebung etwas anzuheben, damit wir hier in diesem Bereich mehr Vorlauftemperaturen haben. Umgekehrt habe ich in der Übergangszeit meine Referenzräume zu warm. Im Winter ist es auch trotzdem vernünftig geheizt. Dann sollte ich eher schauen, dass ich hier die Parallelverschiebung ein bisschen nach unten setze und parallel die Steilheit ein bisschen erhöhe, damit ich hier in diesem Übergangsbereich, denn das ist das ja auf dem Diagramm, unsere Frühjahrszeit, Herbstzeit, dass ich hier die Vorlauftemperatur ein bisschen senken kann und hier das Ganze anpasse, die Steilheit erhöhe, damit es im Winter trotzdem immer noch warm wird. So, jetzt haben wir hier mal aus einer alten Ölheizung ausgebaut, die es sicherlich in der Art immer noch zu Hunderten in Deutschland im Einsatz gibt. War bei mir auch bis vor 2 Jahren im Einsatz. Hier haben wir die alte Regeleinheit für die Ölheizung und wenn man sich das Ganze anschaut, habe ich hier auch, zwar nicht mit so einem tollen Display, aber mit einem Drehpoti, die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Ich habe hier unten, hier sieht man das, die Parallelverschiebung, die ich anpassen kann. Das Ganze wird in Kelvin angegeben. So, und hier unten, hier drüber habe ich wiederum die Steilheit der Kurve, die ich einstellen kann. Das heißt, auch hier bei alten Anlagen ist das überhaupt kein Problem anzupassen. Ich habe dann hier noch, das ist die Umschaltung, wann zwischen Sommer und Winter, also Heizbetrieb, nicht Heizbetrieb, umgeschaltet werden soll. Aber auch hier bei alten Anlagen kann ich die Parallelverschiebung und die Steilheit anpassen. Es ist dann etwas
ein Herantasten, muss man genau schauen, wie die Werte sind. Aber das ist im Endeffekt auch nichts anderes als bei der Heizung hier. Damals zwar schon ein tolles Display, hier können wir leider in diesem Fall noch nicht die einzelnen Punkte anpassen. Es gibt auch schon neuere Versionen dieser Steuerung, gerade bei neuen Wärmepumpen, wo ich wirklich in diese einzelnen Punkte hier reinspringen kann und kann dann diese Linie quasi wie so ein Zickzack individuell auf mich anpassen. Das geht hier in dem Fall noch nicht. Ich kann hier jetzt einfach nur die Steilheit der Kurve verändern, aber auch die Möglichkeit gibt es bei neuen Heizungen, dass ich die Heizkurve noch individueller anpassen kann. Generell als Fazit sollte jedem einfach klar sein, wir versuchen eine möglichst flache Heizkennlinie hinzubekommen, wo es trotzdem noch im Haus warm bleibt, ist klar. Warum? Weil je flacher die Heizkennlinie ist, umso weniger springt der Kessel oder der Brenner hier an, umso weniger Öl, Strom bei der Wärmepumpe oder auch Gas verbrauchen wir und das ist ja unser Ziel im Endeffekt. Das heißt, das ist hier wirklich etwas, was man langfristig einstellt und wo man auch alle paar Jahre ruhig mal drauf schauen sollte und vielleicht, wenn man am Haus was renoviert hat, Heizkörper verändert hat, Heizsysteme angepasst hat, sollte man immer die Heizkennlinie mit anpassen. Generell können wir immer davon ausgehen, habe ich einen unsanierten Altbau, wird meine Kennlinie natürlich dementsprechend sehr steil ausfallen, weil ich da eben einen erhöhten Energiebedarf habe, die Dämmung ist nicht so gut. Und genauso kann man davon ausgehen, wenn ich einen Neubau habe, der gut gedämmt ist, dass die Heizkurve entsprechend flach abfahren kann. Wichtig, auch wenn ihr Mischsysteme habt, konventionelle Heizkörper mit Flächenheizung, Fußbodenwandheizung, schaut darauf, dass ihr, wir haben das gerade hier gesehen, wir können hier die Linie abschneiden. So, das ist hier in dem Fall 100 Grad. Es gibt aber auch je nach Hersteller Einstellungen, dass ich die maximale Vorlauftemperatur limitieren kann. Das ist sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel eine Flächenheizung habe. Die kann nicht mit 50, 60 Grad im Vorlauf heizen. Das funktioniert nicht. Dann geht irgendwann, habe ich Probleme beim Fußboden. Deswegen auch darauf achten, wenn ihr eine Flächenheizung habt, dass ihr hier die maximale Vorlauftemperatur in der Regelung limitiert. Bei meiner Heizung kann ich das separat für jeden Heizkreis einstellen und kann dann sagen, die normalen konventionellen Heizkörper dürfen bis maximal 65 Grad Vorlauf betrieben werden und bei der Fußbodenheizung ist zum Beispiel bei mir bei 40 Grad Schluss, damit es eben nicht zu heiß wird. So ist diese Heizung wirklich für unser Haus nachher zugeschnitten und bringt da zu jeder Außentemperatur die passende Vorlauftemperatur, ohne jetzt viel Energie zu vergeuden. Wie gesagt, das dauert eine Heizperiode lang. Setzt euch gerne damit auseinander, weil unterm Strich spart euch das richtig Geld. So, also wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns. Wir haben einen super Kundenservice. Ihr könnt ein Abo hier dalassen auf YouTube, Glöckchen drücken und unser Newsletter abonnieren. Es werden jetzt noch mehr solche Videos kommen, wo wir eben euch kleine Werkzeuge kostenlos mit an die Hand geben, wo ihr eure Energieeffizienz zu Hause steigern könnt. Also von daher bleibt dran und bis zum nächsten Mal.